Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letzten Monat im Humble Bundle das Spiel Ancestors Legacy bekommen. Ancestors Legacy ist ein Spiel, wo das Wikinger-Szenario quasi behandelt wird. Und ich wollte mir das die ganze Zeit schon mal anschauen. Das wird teilweise so ein bisschen als Company of Heroes im Wikinger-Setting gehandelt, aber der große durchschlagende Erfolg, den scheint es bisher noch nicht gehabt zu haben. Dafür gibt es sicherlich auch Gründe. Und ich habe ja das jetzt eben runtergeladen und wollte das eben gemeinsam mit euch mal anspielen. Und da fangen wir in der ersten Kampagne an. June 5th, 793. A storm was approaching the shores of the Kingdom of Northumbria. A few months earlier, Althing, the Council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey, the famous Lindisfarne. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. A storm that hit the coast of Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Ulf's raiding party landed near a town called Bambara. The Northmen saw it as an easy target to plunder. Little did they know that all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops of a new King Ethel were battling remnants of recently murdered King Osred's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bambara. Gut, also allein der Grafikstil bzw. der Zeichenstil gefällt mir schon sehr gut. Wir sind jetzt also gemeinsam mit anderen Jarls aufgebrochen, um ein Kloster zu plündern. Und jetzt sind aber unsere kompletten Truppen quer übers Land verteilt worden. Ich nehme mal an, dass Wikinger schwimmen können. Relativ brutal. Aber coole Kameraführung. Gedacht, dass das jetzt irgendwie so ein Protagonist wird, aber gefällt mir ganz gut. Mit den Erwartungen der Spieler zu spielen. Wir spielen natürlich auf schwer. Gerade die Mission am Anfang soll wohl so eine Art Tutorial-Mission sein. Haben jetzt also einen Trupp Speerräuber stark gegen
stark gegen wahrscheinlich Axtkämpfer und Kavallerie, schwach gegen Schildträger. Da ist Ulf. Ulfric ist wiederum stark gegen Schildträger. Scheint also so eine Art so eine Art Heldensystem auch zu geben. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Okay, wir sollen uns also außen rum schleichen. Wahrscheinlich da hinten rum, ja. Haben auch eigene Bogenschützen dabei. Eigenbeschuss, okay. Friendly Fire gibt es. Das gefällt mir auch gut. Da hinten haben wir noch hier Schildträger gefunden. Es scheint Moral zu geben und auch HP. Ich vermute, dass sie keine Moral mehr haben, oder Ordnung ist das vielleicht. Der graue Balken zeigt die Moral an, die Gesundheit. Okay, verstanden. So, dann stehen wir jetzt gleich hinter denen. Wahrscheinlich hätten wir jetzt hier schon ein bisschen was machen können taktisch. Aber ich glaube, das sind die Feindlichen, das sind unsere. Tendenziell ein bisschen zu laut, glaube ich, das Spiel. Audio, Lautstärke. Das lassen wir mal so. Ja, ist ein bisschen leiser, angenehmer. Sehr gut. Okay, die haben wir besiegt. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, gegen die waren stark gegen die Speerträger, unsere Schildleute. Und dann schicke ich die hier rein. Oh, die waren schwach gegen Schildträger. Mist. Die sollten das hier aber eigentlich schaffen, hätte ich angenommen. Können wir uns hier zurückziehen irgendwie? Kommt der hier irgendwie raus? Okay, es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass er einmal im Kampf ist, dass man dann nicht mehr rauskommt so wirklich. Komm. Genau, jetzt muss ich da mit Ulfric wahrscheinlich rein, oder Ulf.
Kann der dann noch ein bisschen was drehen? Schauen wir uns mal die Animation an. Okay, jetzt haben wir hier alle umgebracht, aber das war jetzt eine teure Geschichte, dass ich hier meine Truppen aufgebraucht habe. Aufgeteilt habe. Okay, also Regen scheint auch eine Rolle beim Abfackeln von Gebäuden zu spielen. Verstanden. Und ganz schön viele Fackeln hier. Und dann gehen wir gleich die Kaserne abfackeln. Frage ist, ob die sich jetzt auch wieder heilen, meine Jungs. Gut, das brennt. Gehen wir die Kaserne abfackeln. Uff, okay. Okay, das Ding brennt. Da kommen meine Jungs von hinten, glücklicherweise. Okay, dann fackeln wir jetzt die Kaserne ab. Schauen wir nochmal an. Okay, die Kirche ist abgebrannt. Also so vom Grafikstil und so weiter erinnert es mich tatsächlich ein bisschen an Company of Heroes. Plus die bunten Balken sind ein bisschen too much. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie viel taktische Tiefe da... Nein, weg da. Eigentlich nicht nochmal kämpfen. Ach scheiße, okay. Wir müssen doch nochmal rein. Frag mich, ob der auch Erfahrung sammeln kann, der Ulf. Okay, die haben wir geklärt. Jetzt haben wir da hinten noch Bogenschützen, um die wir uns kümmern müssen. Gut, Kaserne ist abgefackelt. Ich habe Gott sei Dank ja noch diese anderen Jungs mit dabei. Die Bogenschützen sollten aber im Nahkampf einfach zu besiegen sein. Da ist noch einer. Und hier ist es auch so, dass eben jeder Mann individuelle Hitpoints hat. Das sieht man ja in den Dingern da oben. Und das war ja in COH auch so. In COH wurde es aber nicht angezeigt. Das fand ich nicht so toll. Beziehungsweise es war wahrscheinlich der Übersichtlichkeit wegen, dass man da nicht lauter einzelne HP-Balken hatte. So, gut, hätten wir die Schießanlage auch abgefackelt. Ist nochmal Schleuderer in allerletzter Sekunde rausgekommen. Kümmern wir uns natürlich drum. Kavallerie. Oh, okay. Gegenangriff steht bevor. Da bräuchten wir natürlich jetzt ein paar Truppen noch.
Die Haltung der Truppe ändern. Haltung ändern. Im Truppenmenü. Ah, da. Die Reiter. So, da müssen wir jetzt rein. Okay. Rückzug. Gut, das heißt, wir haben jetzt unser erstes Kapitel abgeschlossen. Ulf hat überlebt. Und wir haben jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das Spiel so läuft. Overwhelmed by the forces of the enemy, cut off from their ships, the Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the north. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. Okay, jetzt kommt quasi Base Building vermutlich. Nachdem sie Bamberg zerstört und sich von den überwältigenden Streitkräften zurückgezogen hatten, versteckten sich die überlegenen Wikinger in den Wäldern, um sicheren Tod zu entgehen. Ihr Hauptziel war es, die gefangenen Kameraden zu befreien, die Armee wieder aufzubauen. You made it. Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. Lost many good men in there, and many have taken hostage. Tonight, they dine in Valhalla. Look, it's our scout. He's back. I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our wounds. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Okay. Wir gehen also mit ein paar damit zu verfolgen. Jetzt müssen wir das mal kurz angucken. Defensiver Kreis. Verfolgen. Dann rennen wir schneller und Rückzug. Okay, verstanden. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. I'm a devil. Machen wir einen Hinterhalt. Let's hide over there. Jetzt hier vorbei, oder? Kommt jetzt vermutlich tatsächlich hier hinterm Haus vorbeigelaufen. Yeah.
Gut. Die Wache hätten wir. Nahrung. Nahrung. Alright. Time to look for the hunting hut. We're going there, fast. Prepare an ambush out there. On the double. Da haben wir auch wieder eine. Ach, da oben ist die Jagdhütte. Okay, ein ganz schönes Stückchen. It's a strong squad. They probably got a camp nearby. Let's hide in the bushes and wait for them to pass. Die laufen alles kaputt. Prepare an ambush out there. Weiter geht's. Be a good place to rest. It seems like they are taking our allies somewhere. Die hier soll ich vermutlich überfallen. Ach, da hätte ich mich heilen können, wäre ich verletzt worden. Okay, verstanden. Oh, 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 oh. Das ist mir ein bisschen jetzt. Da ist noch mehr Nahrung. Da setzen sie sich hin. Haben sie jetzt geheilt? Töten zuerst die, die lagern nämlich gerade. Okay. Habe ich jetzt irgendwas gedrückt, damit ich... Ah. Das sah ein bisschen aus so einem Filmmodus aus. So, Nahrung ist gesammelt. Maybe someone survived. We need to find out. Schau mal nach. Ja, wir haben wieder einen Verwundeten. Schlafen hier also auch. Weiter geht's.
gut. A corpse. One of us must have fallen to those filthy Brits. It's Sven. It was his first raid. Bastards. He must have escaped the Christians. But they got him eventually. Maybe they went the other way. An axe. It looks like Gotland's craft. It belonged to one of us. We must be getting close. Da ist ein Lager. The Brits. They must have taken our brothers. We have to get them out. There's too many of them. We should eliminate one squad at a time. If we burn this village, someone will come to check what's going on. Ja, das kriegen wir wohl hin. Schalt mit denen hier kurz aus. Das ging schnell. Ich sollte wahrscheinlich auch noch mal resten, ne? Glockenturm, Haus, Hütte, Haus. Fackeln wir das auch noch ab? This should do it. The enemy must have seen it. I'm a devil. Prepare an ambush out there. So, zack. Den ersten direkt abgestochen. Der zweite hat auch was abbekommen. Perfekt. Ich habe Bogenschützen bekommen. Und mein Speerträgertrupp ist jetzt voll. Auch wieder rein in den Busch. So, mal gucken, Feuer einstellen. Die Wachen haben wir ausgeschaltet. Da müssen wir gucken. Da können wir uns auch von links anschleichen. Mit den Bogenschützen weiß ich noch nicht so ganz umzugehen. Another village. We can burn it down to draw their attention and free our brothers. Machen wir das doch gerade. Die
Okay, Jungs, werden mal kurz heilen. Was habt ihr hier? Heftiger Beschuss. Ah, kann ich dann während des Schießens die Feuerrate verbessern? Twitter denn? This should do it. The enemy must have seen that. Oh, Stufenaufstieg, sehr cool. Defensive. We should rest before we go any further. Heftiger Beschuss. Tötet ihn. Ja. Our brave soldiers will join you in your mission. Lazarett. Have you heard this one? What kind of Viking ship doesn't sink? On the friendship. Ha ha. Gut, dann gehen wir die letzten Jungs noch befreien. Müssen wir hier lang gehen diesmal? Ich frage nicht, ob man dann nochmal aufsteigen kann mit den Jungs. Das letzte. Wow, ist das weit weg. Ah, hier rein. Ich greife mit denen an, gehe mit denen dann flankieren. Oh, das sind sogar zwei Truppen. So, und jetzt rein da. Flankiert, zahlenmäßig unterlegen, sollten die relativ schnell, ja. Gut. Das hat gut funktioniert. Der ist repariert. Gehen wir weiter. Da kommen wir runter. Dann müssen wir da unten wahrscheinlich wieder einen Ambush legen. Einen Hinterhalt. Da wieder so ein Feuer ist. Ja, flankieren scheint hier auch ein bisschen der Key zu sein. Auch hier wieder kurzes Lazarett. Und dann haben wir jetzt gleich die letzten, die wir hier befreien müssen. Set them free, and you need to hurry up.
out. The Brits want to set them on fire as an act of revenge. Oh. Da brauche ich wohl sehr schnell mehr Männer. So, rein da. Come on. Gut, dann haben wir doch jetzt alle repariert. Die müssen sich erstmal kurz heilen. Gut, dann sichern wir jetzt noch das Holzfällerlager. Ich vermute, dann ist die Mission vorbei. Gottrick, verfolgen Wut. Okay. So, na dann mal los. Laufe jetzt halt ein bisschen drüber. Das Holzfällerlager sichern, da scheint ja aber nicht viel zu sein. Wahrscheinlich muss ich es gleich noch halten. Hm. Gegenangriff wird kommen. Okay. That should be enough. Okay, hier vorne müssen wir eine Falle machen. Bogenschützen hatte ich doch mal. Ja, genau. Die kommen hier rauf. So, da müssen wir die angreifen.
Genauigkeit. Ja, machen wir mal das. Komm, geh drauf. Sehr schön. Schnell heilen. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt die ersten zwei Kapitel abgeschlossen, haben so ein bisschen was vom Ressourcensammeln und vom Kampfsystem gesehen. Ich vermute, im nächsten Kapitel kommt dann Basebuilding, aber das kommt auch im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.